Hallo und herzlich willkommen zu, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, 1000 Abo-Spezial. Ich hab's, soll ich jetzt sagen, endlich, eigentlich ja relativ schnell geschafft. Naja, auf jeden Fall, ich hab's geschafft, dank euch. Ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Im Prinzip, dank euch Zuschauer, habe ich es geschafft, die 1000 Abos zu kriegen. Dafür erstmal ein riesen Dankeschön. Und Dankeschön an alle, die da mitgeholfen haben. Aber dazu kommen wir im späteren Verlauf der Folge. Kommen wir erstmal dazu, was machen wir heute eigentlich? Ja, ihr seht hier ein Bugatti als Polizeiauto. Haben wir sonst gar nicht. Und ich gucke jetzt mal hier so ein bisschen rüber. Ich krieg Angst. Ich krieg wirklich Angst. Denn ich habe mir anscheinend in meiner Polizeilaufbahn hier ein paar Feinde gemacht. Und jetzt haben sich tatsächlich die Racer gegen mich verschworen und tun das, was eigentlich nie erlaubt ist. Die Racer tun sich zusammen und greifen den Cop an. Aber wer will denn hier überhaupt den Cop angreifen? Fangen wir damit erstmal an. Dabei sind heute Aaron, Daniel, Exti, Justin, Letny, Mezzo, Nordibi, Lorenz, Kuru. Hallo an euch. Hallo. 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 Ja, kurz dazu, was wir heute machen. Mein Bugatti ist natürlich auf 920er Li ein Stück hochgetunt und die Racer fahren alle Autos der 900er Klasse, also viel stärker, als wir es sonst tun. Warum? Weil es ein Spezial ist. Wir haben gedacht, wir probieren es einfach mal aus, wir machen es einfach mal, wir drehen einfach mal komplett durch. Mit der Gefahr hin, dass es einfach nicht funktioniert, aber wir versuchen es einfach, wir machen es einfach. Ja, und mal gucken, wir spielen so lange, bis ich festgenommen bin. Falls das ganz schnell geht, da haben wir uns eine Lösung für überlegt. Aber es könnte auch sein, dass es eine 3-Stunden-Folge wird. Als ich das eben in der Planung gesagt habe, habe ich dann zu hören bekommen, ja, nee, bestimmt nicht. Gut. Alle glauben an mich. Aber ich würde auch sagen, ich quatsche jetzt gar nicht so lange. Aber René, ich glaube, wir dürfen dir an der Stelle noch zu die 1000 Abonnenten auf jeden Fall mal gratulieren. Dankeschön. Ein Glückwunsch. Gratulation. Einmal klatschen. Klatsch, klatsch. Absolut verdient, muss man aber auch sagen. Wie viel Mühe du da reinsteckst, das wissen wir natürlich auch, weil wir sind da ein bisschen dabei. Die hast du dir verdient und ich denke auch für die Zuschauer, ihr wisst, warum ihr abonniert habt. Da gibt es eigentlich immer was Tolles zu sehen. Oder so. Wollen wir die Autos noch vorstellen, fällt mir gerade ein. Überbewertet darfst du dann in der Racer deine Sicht machen. Okay, also grundsätzlich, ich habe gesagt, das ist alles erlaubt, normaler Racer-Aufbau. S1 900. Dann kam vereinzelt die Frage, können wir auch Allrad nehmen? Ja, mach. Können wir auch Mittelmotor nehmen? Ja, mach. Können wir auch beides in einem Auto nehmen? Ja, von mir aus mach. Müssen wir was abziehen dafür? Nein. Und was steht hier jetzt? Fast nur Mittelheckmotoren und fast nur Allrad. Das passiert, wenn man den kleinen Finger gibt. Aber der BMW hat zumindest Heckantrieb und Frontmotor. Ach Gott, die Camaro nicht? Ja, okay, die Camaro auch. Aber der BMW hat Allrad. Der BMW hat Allrad, muss ich zugeben. Okay, ja. Aber ein Frontmotor, das ist korrekt. Okay, na gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Ich gehe runter und dann geht's los mit der Runde. Ja, da geht's auch los. Ich hau erstmal ab und guck mal, was ich mit diesem schönen, schnellen Auto hier gebacken kriege. Und ja, ich habe eben schon gesagt in der Planung, zur Not geht die Folge halt 3 Stunden. Mal gucken. Ich hoffe, dass sie nicht nach 5 Minuten die erste Festnahme haben. Also falls, habe ich mir dafür auch was ausgedacht, beziehungsweise Lorenz hat sich was dafür ausgedacht. Und eigentlich ist auch diese ganze Idee des 1000-Abo-Spezials, also was wir jetzt hier tatsächlich machen, die Idee von Lorenz, dafür erstmal schon mal danke an dich, Lorenz. Ich denke mal, du wirst dir das Video hoffentlich angucken. Ja, erstmal danke für die Idee. Zu einem anderen kommen wir später. Denn ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an. Ich habe eben schon gesagt, danke an alle Zuschauer natürlich.
dass ihr hier ein Abo dagelassen habt. Denn unterm Strich seid ihr der Grund, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die 1000 Abonnenten zu erreichen, beziehungsweise ich zu erreichen, wäre ja eigentlich auch falsch. Wir haben es ja gemeinsam erreicht, ne? Also, so ein YouTube-Kanal ist ja keine Eigenleistung oder keine Einzelleistung in dem Fall. Und keine Eigenleistung trifft es eigentlich schon echt verdammt gut. Wer mich ein bisschen länger kennt, vielleicht schon vom Stream früher von Twitch, habe ich auf Twitch immer gesagt, ich werde niemals YouTube machen. Niemals mache ich YouTube. YouTube ist so anstrengend. Da muss man eine Aufnahme machen, da muss man das schneiden, da muss man das hochladen, dann noch ein Bild zu machen. Voll anstrengend. Nee, ich streame lieber. Dann mache ich den Stream an, wenn ich Bock habe. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich ihn aus und lege mich ins Bett. Ja, irgendwann haben wir damals ein Cheater gehabt, also ein Ausdauerrennen in Forza Horizon 5. Ganz am Anfang. Und das waren noch so die Zeiten, da standen bei mir so 160 bis 200 Stunden monatlich Streaming. Und in dem Moment kam Justin zu mir, der jetzt hier auch gerade mit im Channel ist. Und hallo. Ja, erzähl doch einfach mal so, was du... Autsch, da war der erste Racer. Erzähl doch einfach mal, was so deine Idee war. Also ich fange nochmal von ganz vorne an. Wir machen eine kleine Zeitreise. Wir reisen über ein Jahr in die Vergangenheit. Wir sind im März 2022. Wie René schon gesagt hat, er war ganz viel am Streamen und es liefen die Ausdauerrennen. Ganz viele Runden zusammenfahren und ich habe mir gedacht, hey, ich habe mir das gerne angeschaut und ich habe mir gedacht, das könnte man doch zusammenfassen zu einem spannenden Video. Ich habe das schon mal gemacht, vor längerer Zeit, solche Best-ofs zu schneiden. Das wäre doch eine coole Idee, das wäre bestimmt ganz lustig. Warum denn nicht? Ich kann ja mal fragen. Gesagt, getan. Und lang hat es nicht gedauert und dann kam das erste Video von mir. Das war am 16.03.2022 und war ein etwa 5-minütiger Zusammenschnitt von einem der, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, glaube ich über 10 Ausdauerrennen. Das erste war auf Playa Azul, also das Video. Ja. Ja, hab mir da sehr viel Mühe mitgegeben, hab das hochgeladen und somit ging's dann los. Ich hab zum Anfang hab nur ich die Videos gemacht, das waren aber auch nicht viele, etwa, ich glaube, 10 Stück. Ein Best-of-Zusammenschnitt, die Reaktion vom Stream darauf. Und ja, dann habe ich mich etwas zurückgezogen und ja, heute steht der Kanal bei 1000 Abonnenten. Es sind aktuell weit über 500 Videos hochgeladen. Der Kanal hat um die 500.000 Aufrufe gesammelt und das ist einfach nur krass, was erreicht wurde. Und da und auch nochmal von mir, vielen Dank an euch alle, dass ihr zuschaut und dass ihr den Kanal so groß gemacht habt. Aber ja, da endet meine Geschichte schon. Lang hat es nicht gehalten. Und seitdem bin ich eigentlich nur noch ab und zu mal in den Aufnahmen dazu. Ich werde die meisten aber wahrscheinlich nicht kennen. Ich gebe aber das Wort mal wieder zurück an dich. Du kannst ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es weiterging über dieses letzte Jahr, nachdem ich dann inaktiv war. Ja, also erstmal, wer sich jetzt denkt, boah, ich muss mal das erste Video suchen, ich verlinke euch das mal hier oben rechts, das macht das Ganze einfacher. Da könnt ihr da auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Dann seht ihr, womit es alles angefangen hat. Ja, und im Prinzip ging es dann damit weiter, ich würde jetzt nicht sagen, dass du dich zurückgezogen hast, ich würde sagen, du bist im Sommer in Urlaub gefahren und dann kam... Stimmt. Ja, ich fahre jetzt in Urlaub. Ich kann nächste Woche nicht das Video schneiden, was du aufnimmst.
Sollte aber am Wochenende kommen. Okay, dann stand ich also vor dem nächsten Problem. Ich habe Videos aufgenommen, ich wollte sie bringen. Und ich habe noch nie ein Video geschnitten, noch nie ein Thumbnail bearbeitet und auch überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt. Und ich weiß gar nicht, mit was ich angefangen habe. Ich glaube, ich habe mit Shortcut angefangen. Das erste Video noch. Ja, glaub schon. Und das Schneiden habe ich dann gerade so hinbekommen. Ohne Timer, ohne allem drum und dran noch. Also ganz einfach, Cut am Anfang, Cut am Ende, und war tierisch froh, als ich das schon geschafft habe. Und dann blieb aber noch das Thumbnail, und ich habe auch generell von YouTube überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ich wusste damals noch nicht mal, wie man sich die Analytics anguckt oder wie viele Aufrufe die Videos kriegen. Das hat mir nämlich Justin dann immer gesagt. Ja, da stand ich dann mit meinem Talent, was nicht vorhanden war. Ob jetzt welches vorhanden ist, das lasse ich euch mal entscheiden. Auf jeden Fall haben mir dann Maxi, Alpin und Falk geholfen, quasi, also überhaupt das Schneiden zu erklären, das Thumbnail zu machen, das Hochladen, die Videobeschreibung und allem drum und dran im Prinzip. Und da komme ich im Prinzip auch schon zum nächsten Punkt, denn ja, da hat mir dann Falk ein bisschen geholfen beim Schneiden und auch das richtige Schnittprogramm zu finden. Denn inzwischen schneide ich mit Premiere Pro. Da bin ich auch relativ schnell hingewechselt. Dadurch, dass ich da an der Stelle gut supportet werde von Falk. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ja, mit Rat und Tat immer von Maxi und auch allen anderen. Also zu der Aufzählung kommen wir vielleicht auch später nochmal. Ich habe mir tatsächlich kein Skript geschrieben. Ich mache das alles frei weg. Aber wem ich auf jeden Fall als nächstes Danke sagen muss, ist Alpin an der Stelle. Denn auf jedem Thumbnail, inzwischen mache ich sie ja selber, aber auf jedem Thumbnail ist da so ein Stück Alpin drauf. Und vielleicht werden es viele wissen, na, obwohl, also auf jeden Fall danach wissen es viele, diese ganzen kleinen Logos mit CVR-Mulege, Track Day, sämtliche Beschreibungen, alles, es kommt alles aus der Feder von Alpin. Dafür auch nochmal ein riesen Dankeschön an dich. Und ja, ich habe auch so oftmals schon mal eine Idee gehabt, zum Beispiel auch das Track Day, was ich gerade angesprochen habe. Jetzt fahre ich schon wieder, jetzt bin ich schon drauf, besser als wenn ich in der Mitte drehe. Zurück zum Thema. Ja, oftmals habe ich so eine Idee spontan. Dann wird das aufgenommen, dann wird das geschnitten. Und dann kommt meistens ein Alpin, kannst du mal kurz? Und Alpin weiß dann meistens schon, wenn ich so ankomme, dann bedeutet das Arbeit. Ja. Und ich glaube, dass, also ich weiß gar nicht, wie schnell das schnellste Logo fertig war. Aber ich müsste jetzt schätzen. Ich glaube, das schnellste eine halbe Stunde oder so. Nach Alpin, ich bräuchte mal, bis ich habe. Und von Alpin kommt tatsächlich nicht nur die Logos, sondern auch die Zahlen, den Timer, den ihr da immer seht. Die ganzen Zahlen für die Festnahmen, es kommt alles von Alpin. Die ganze Schrift. Alpin hat die ganze Schrift so gemacht, dass man sie ganz normal schreiben kann, weil ich sonst vorher immer wegen jedem Wort angekommen bin. Alpin, ich bräuchte mal das. Alpin, kannst du mir mal das schreiben? Und irgendwann hat sich Alpin hingesetzt und hat tatsächlich ein Fong, heißt es, glaube ich, von. Also auf jeden Fall eine Schriftart kreiert, dass ich selber damit schreiben kann. Und ja. Also ihr seht, einiges, was Alpin da gemacht hat, logotechnisch und auch Thumbnails, hat Alpin ganz lange am Anfang für mich gemacht. Das heißt, eigentlich gar nicht mal bis nur am Anfang.
Ich habe sehr lange, ihr erinnert euch vielleicht an das Festival Logo für das, nee, gar nicht, Thumbnail für die Festival Spielliste, wo ich eine ganz lange Zeit das gleiche genommen habe. Auch das hat zum Beispiel Alpine gemacht. War auch so der Grund, warum ich das eine ganz lange Zeit nicht gewechselt habe, weil das halt so ein Stück war, was ich von Alpine bekommen habe und das halt auch einfach cool fand und deswegen halt auch ganz lange verwendet habe, aber ja, irgendwann muss es halt auch einfach mal ein neues Thumbnail sein. Von daher mache ich die inzwischen ja auch selber. Inzwischen habe ich ganz schön viele Racer hinter mir. Und das war der erste Baum. Ey, die Racer sind böse, ne? Die wollen dich. Ja, ja, die haben mich lieb. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch den Punkt Alpin. Ich sag jetzt mal doof gesagt abgehakt, obwohl ich kann den nicht abhaken. Also im Prinzip, es gilt aber auch für jeden. Ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich euch bin, ob es jetzt dir ist, Justin, Falk, Alpin oder halt den anderen, zu denen ich dann jetzt noch komme dann irgendwann. Und falls ich noch was zu sagen habe und dann doch festgenommen werde, dann machen wir halt einfach noch, haben wir noch eine Variante für. Ja, als nächstes muss ich im Prinzip eigentlich mal so allen, die mir bei allem möglichen schriftmäßigen und sonstigen Fragen zur Seite stehen, ob es da jetzt Maxi ist, der mir hatmäßig und auch schriftmäßig viel geholfen hat, weil viele Texte schreibe ich nur grob vor und dann geht das dann zu Excel oder Beta oder Maxi und kannst du mal drüber gucken, kann man das so schreiben und also ihr seht schon, dieser YouTube-Kanal, da steht zwar mein Name drüber, aber das bin nicht nur ich im Prinzip, da gehört halt unterm Strich viel mehr zu und ich merke gerade, ich habe gar keine Reifen mehr. Also jetzt haben sie mich auf jeden Fall schon mal bei 100% Reifenschaden. Aber ich guck mal auf den Timer. 20 Minuten Aufnahme. Du darfst dich natürlich auch reparieren. Ich darf mich reparieren? Sonst die Zeit kriegst du ja nicht um. Okay. Du willst dich reparieren, wir versuchen dann auch zuzustellen. Ich bin wieder unten. Jo. Ja, das ist ein nettes Zugeständnis. Da haben wir nämlich tatsächlich vorher gar nicht drüber gesprochen, weil ich glaube, ernsthaft hat eigentlich keiner gedacht, dass ich es so lange schaffe. Autsch, der war böse, der war sehr böse. 100% Lenkung. Ja, dann versuchen wir mal zu reparieren. Aber, ja, so wie Lorenz sagt, sie werden auch versuchen zuzustellen, also ist nur die Frage, schaffen sie es halt vor mir dahin? Weil sie dürfen sich ja nicht mit einem Port kommen, einfach durch, ich hab Mittelmotor. Ich will mich reparieren. Wenn ich schon das kriege, dann muss ich das nutzen. Alter, der Wagen geht gar nicht mehr um eine Kurve. Lenkungsschaden 100%, Reifen 100. Oh, das war gerade so, oh, jetzt fährt der zweite. Na, fährt doch nicht hin. Oh. Ich sehe ein. Da ist der zweite. Ey, ihr seid Racer, wieso macht ihr die Polizeihupe? Das ist weird. Nein, aber absolut richtig. Das ist ja das Zeichen dafür, dass zugestellt ist. Falls man wen nicht sieht. Und ich würde sagen, ich nutze jetzt einfach mal die Geschwindigkeit und baller jetzt doch nochmal über die Auto, obwohl dann hinkommt. Ich brauche irgendwas, was nicht so stark kurvig ist, weil Kurve geht fast gar nicht mehr. Also ich habe 100 Lenkeinschlag jetzt gerade, ne? Das ist echt schwer. Ich bin echt gespannt, wie lange das noch geht. Auf jeden Fall geht's ins Offroad.
Aber da werden sie jetzt auch vorfahren. Ja, der Vorteil, den die Racer halt haben, ist, sie haben halt frische Reifen immer. Im Gegensatz zu mir. Eigentlich brauche ich zur Startumrundung gar nicht hin. Die wird zu sein, aber... Aber ich versuch's, Mann. Ich versuch's. Ich muss es versuchen. Ja! Ja! Ja, ich hab sie ausgetrickst mit dem Move. Zurück zu Beta und Exit nochmal. Denn die beiden haben jeder nochmal ein Programm geschrieben, was ich hier regelmäßig nutze. Exit hat zum Beispiel einen Randomizer geschrieben, den ich bei jeder Wheelspin-Folge nutze, der mir sagt, ob es eine Switch Edition wird, ob es, beziehungsweise welche Strecke gefahren wird, welche Wetterbedingungen und so weiter. Kann ich damit alles machen. Beta hat ein Programm geschrieben, eine Map View, der zeigt einem an, wo man auf der Map ist, also so wie unten links, nur dass zusätzlich noch die Straßennamen angezeigt werden. Ist halt nochmal ein externes Programm, das findet er auf der PXR Ghost Webseite unter dem Map View. Wenn ihr wollt, da könnt ihr selber nochmal reingucken. Der hat Beta richtig viel Arbeit reingesteckt und der funktioniert einfach super. Also gerade wenn man nicht die besten Map-Kenntnisse hat, ist das ein super Tool. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zu einem Teil, den ihr definitiv kennt. Und das ist das, wo ich meinte, wir kommen später nochmal drauf. Lorenz. Ja, ist wahrscheinlich der Teil, den ihr am meisten auch kennt oder hört bei mir mit auf dem Kanal. Die ganzen Sachen, die ich mit Lorenz so zusammen mache, ob es jetzt die Freitagsfolgen sind, so mal eine Folge in eigentlich fast jeder CVR-Folge ist Lorenz mit dabei. Gibt mal kleinere Ausnahmen, aber eigentlich ist Lorenz immer mit dabei oder ich immer mit bei Lorenz dabei. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, weil eigentlich würde ich sagen, das sind so unsere Aufnahmen zusammen. Was heißt unsere Aufnahmen? Hört sich jetzt auch doof an. Das sind halt von uns allen die Aufnahmen, weil wir sind ja mehrere, die immer mit aufnehmen. Ich kann nicht alle aufzählen und versuche ich auch gar nicht. Ich breche das jetzt einfach ab und bedanke mich bei euch allen, die da immer mit aufnehmen. Weil wenn ich jetzt versuche, alle aufzuzählen, dann werde ich hundertprozentig irgendwen vergessen, der irgendwo mal mit aufgenommen hat. Und um das einfach ganz geschickt zu umgehen, bedanke ich mich heute einfach bei euch allen. Ja, natürlich noch bei allen, die jeden Freitag hier mitspielen. Und nicht nur jeden Freitag hier, sondern auch so zwischendurch mal bei SnowRunner oder sämtlichen anderen Formaten, wo irgendwer mitspielt. Natürlich auch an euch ein herzliches Danke. Das tat weh. Aber es gab gar nicht so viel Motor. Ja, die immer so zahlreich mitspielen und ja, es teilweise auch doch mal länger gehen kann. Also es kommt des Öfteren vor, dass wir mal so 3 Folgen, 4 Folgen, ich glaube, haben wir schon mal 5 Folgen an einem Abend? Ich glaube 5 nicht. Aber 4 Folgen an einem Abend haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Und dann kann es tatsächlich auch schon echt spät werden. Und wofür? Ja, damit man eine gewisse Anzahl an Folgen vorproduziert hat, das Ganze entspannt schneiden kann. Ja. So, jetzt habe ich aber... Habe ich jetzt alles? Jetzt muss ich genau überlegen. Irgendwen habe ich trotzdem vergessen. Der Pauschal kann ich mich auf jeden Fall so pauschalisierend bei allen Ghost auf jeden Fall auch nochmal bedanken, die auch immer hinter mir stehen, bei eigentlich egal was es ist, also ich sag mal so, die Ghosts sind so gut aufgestellt, egal für welches Problem, ob das jetzt, da kommt mal wieder ein Punkt, die Anmeldung für die Aufnahme ist, bin ich meine Racer losgeworden? Ne, da hinten sind sie noch. Die mir auch gemacht worden ist. Jetzt wird's peinlich. Ich weiß gerade noch nicht mal, von wem die aktuelle Version ist. Also fangen wir anders an. Maxi hat eine gemacht. Alpin hat die mitgemacht. Und Falk hat sie mitgemacht. Und unterm Strich
ja, die Aufnahmeanmeldung, so wie sie jetzt gibt, ist im Prinzip ein Produkt aus ja, der Verfeinerung von jedem wieder, und dahinter steckt natürlich auch noch eine Excel-Tabelle. Autsch, 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 autsch. Okay, Offroad-Regel, dann darf ich hier jetzt rausfahren, oder? Aber wo ist hier raus? Ich bin verwirrt. Wir sind am Startpunkt. So. Zurück zum Thema, genau, Anmeldung. Ja, dahinter steckt natürlich auch nochmal eine Excel-Tabelle, also wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke einfach mal die Anmeldung hier unten drunter für alle vielleicht auch, die sich fragen, wie kann man bei den Aufnahmen mitmachen. Genau, indem ihr euch da anmeldet. Und wenn ihr das erste Mal dabei seid, so eine halbe Stunde vor der Aufnahme im Warteraum sein bei uns auf dem Discord. Ja, und guckt es euch einfach mal an, dann seht ihr, was ich meine. Denn das muss auch erstmal erstellt werden und tatsächlich auch immer mal wieder ein bisschen gepflegt werden, ob das jetzt ist, dass die zweite Expansion rein musste. Je nachdem, aktuell bei der Aufnahme ist er noch nicht mit drin. Wenn ihr guckt, vielleicht schon. Naja, aber dafür muss dann im Prinzip auch wieder das ganze Excel, die ganze Excel-Tabelle umgeschrieben werden. Also es steckt wirklich bei Weitem mehr Arbeit drunter als nur Videos aufnehmen, schneiden. Und für das Ganze drumherum habe ich bei den Ghosts eigentlich immer irgendwo wen, der mir da irgendwie hilft und sich da Zeit nimmt. Jetzt letztens zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, ob es dazu schon ein Video gibt, ob es im Livestream schon zu sehen war, ob es überhaupt schon fertig ist, wenn die 1000 Abos kommen, denn aktuell beim Aufnahmezeitpunkt habe ich circa 929, glaube ich. Das heißt, glaube ich, 930. Sind schon 930? Ja. Okay. Als wir heute Abend angefangen haben, waren es 929 und Justin gibt uns jetzt gleich... Es sind 930. Yippie. Dann sind es nur noch 70 aktuell bis zu den 1000. Letztens habe ich auf jeden Fall mit Beta einen Simrig konstruiert. Ja, was heißt ich mit Beta? Beta für mich nach meinen Wünschen. Das ist halt auch wieder sowas so, ich hätte es alleine nicht hingekriegt, sage ich ganz deutlich so. Und so ist das bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Und da gibt es halt für alles irgendwo wen. Ne? Wer jetzt die Polybridge-Videos kennt, der sieht zum Beispiel auch ganz oft Knutmut da im Namen stehen, mit dem ich dann nebenbei natürlich auch quatsche, der mir dann auch mal ein paar Tipps gibt. Mach doch mal hier, mach doch mal da. Genauso wie Beta. Also, ihr seht, das ist eine... Ja, im Prinzip jeder Ghost, pauschal. Ich nenne da jetzt nicht jeden namentlich, weil ich weiß, dass manche auch nicht ganz so gerne vielleicht genannt werden wollen. Zumindest sind sie nicht so gerne bei Aufnahmen bei. Aber auch die unterstützen mich mit den ein oder anderen Sachen. Ich denke mal, diejenigen wissen, was ich meine. Und sie wissen auch, dass sie gemeint sind auf jeden Fall. Ja, jetzt wäre mir fast der Name rausgerutscht. Ja. Ja, und zu guter Letzt natürlich nochmal bei allen Zuschauern und allen, die den Videos Likes geben, Kommentare geben. Das hätte ich eigentlich schon viel früher sagen müssen. Wir zählen es mal zu den Zuschauern generell dazu und erwähnen es nur nochmal, damit es nochmal deutlicher wird. Denn tatsächlich, ja, wenn keiner die Videos gucken würde, dann bräuchte ich das alles nicht machen. Als nächstes geht ein Dank an den Forza Horizon Germany Discord. Da habe ich gerade die Creator-Rolle bekommen und bekomme da auch ein bisschen Unterstützung. Dankeschön dafür an die Verantwortlichen. Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Und zu guter Letzt, wem soll ich noch Danke sagen? Ray und Andy. Denn über Ray bin ich überhaupt erst zu Forza gekommen. Über Forza bin ich zum Stream gekommen. Über Stream zu YouTube. Und den Rest der Geschichte kennt ihr jetzt. Ja, nach heute. Und ja... Ich muss mal einen Schluck trinken, Justin, übernimm mal. Erzähl mal was. Wie mache ich das mit Trinken und Gas geben? Ich muss das auf der Autobahn machen. Ja, dann muss das Trinken noch warten. Ja, siehst du, ich hätte den Stream anmachen können, dann hättest du gucken können. Hatte ich eigentlich in meinem Kopf so gedacht, habe ich aber irgendwie doch vermasselt. Ich bin übrigens gerade auf der Serpentinstraße für dich. Fahr da jetzt gerade hoch, ja. Werd gleich über die große Brücke fahren.
dann das Stück nach Mulé gefahren und diesmal nicht die Autobahn durchziehen, ich werde Mulé reinfahren. Weil ich habe eigentlich am Anfang gesagt, ich werde nicht so oft die Autobahn fahren. Aber irgendwie war ich dann doch drauf. Ja, da ist aber auch die Frage, weil nicht so oft ist eine Auslegungssache. Also, ja, ich muss jetzt mal ein bisschen gefährliche Straßen fahren, sagen wir es mal so. Also pauschal Mulege, Autsch, Baum. So, jetzt geht's auf die große Brücke. Wir sagen immer Dominanz zeigen. Kommt von Lorenz die. Nein, nein, nein! Und keine Dominanz gezeigt. Aber 28% Motor. Ja. Dann geht's halt weiter. Aber dann kann ich hier jetzt auf dem Weg nach oben mal einen Schluck trinken. Also so. Da eh kein Timer läuft, ist das ja auch kein Zeitschinden. Nur der richtige Augenblick gewesen, um einen Schluck zu trinken. Ach komm, wir fahren nochmal. Okay, meine Lenkung scheint auf jeden Fall schon wieder 100% zu haben. Ja, und meine Reifen sind auch nicht mehr die frischesten. Ich fahre nochmal Brücke. Jetzt zeigen wir aber Dominanz. Und dann geht's einmal im Flugplatz lang durch den Wald. Oh, gerade so nicht runtergeflogen. Passant, Autsch, Baum. Wie die ganzen Racer dann vorbeischießen und dann bremsen. Also was hier los ist mit den Racern, das ist ja... Wow. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich so lange halten kann. Aber man merkte auf jeden Fall, die sind schon richtig sauer, ne? Oh ja, die haben auf jeden Fall was gegen dich. Nur nichts, was hilft. Autsch, Baum, doch, der vielleicht. Ja. 38 Motor. Wie sie da alle hinter mir her sind. Ja, aber jetzt, fällt mir wirklich langsam nichts mehr ein. Außer, dass es hier gerade in den Wald ging. Justin, fällt dir irgendwas ein? Irgendeine Frage, die du gerade als Idee hast oder die Zuschauer vielleicht haben könnten? Ich wüsste gerade nichts. Wir haben, glaube ich, sehr viel erzählt. Autsch. Und wenn euch noch was interessiert, könnt, denke ich, auch gerne in die Kommentare schreiben. Werdet ihr auch eine Antwort bekommen. Ja, genau. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Werde ich auch noch mal was zu posten. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es umgesetzt kriege. Aber es wird ein Frage-Antwort-Brücke. Dach. Zurückgesetzt. Okay. Ich bin raus. Damit ist es vorbei. Ja. Aber kurz dazu, was ich gerade noch erzählen wollte. Es wird demnächst also auf jeden Fall eine Frage-Antwort geben. Oder so, wie ich es früher genannt habe, Streamcast, nur dass ich mal selber mein Gast bin. Wie das Ganze dann im Detail aussehen wird, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht. Aber wenn ihr dafür Fragen habt, könnt ihr das gerne auf jeden Fall unten reinschreiben. Und oder halt in dem Post. Das werde ich mit einem Community-Post auf jeden Fall noch machen. Ja. Und ich denke mal, da werden wir dann auch noch mal ein bisschen quatschen. Und sonst habe ich ja eigentlich eh alles erzählt, was ich so erzählen wollte. Und das Wichtigste zum Schluss, jeden, den ich vergessen habe, ich bin dir trotzdem dankbar. Auch wenn ich dich gerade vergessen habe. Nein, eigentlich habe ich dich nicht vergessen. Ich habe nur gedacht, du willst nicht genannt werden. Das wäre doch der Move, oder?
Nein, wirklich. Falls ich irgendwen vergessen habe, tut es mir wirklich leid. Ja, und damit würde ich sagen, guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten rein, denn ihr seht es unten in der Videobeschreibung. Das Ganze habe natürlich auch nicht nur ich aufgenommen. Guckt euch auf jeden Fall die andere Sicht an, dann seht ihr die Racer-Sicht. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Und ja, jetzt ist es klar, es war jetzt doch schon fast eine halbe Stunde, es ging so schnell die Zeit, da wusste man noch gar nicht, wir haben nicht mehr auf den Timer geachtet, aber doch, das war jetzt schon eine wirklich gute, wirklich lange Verfolgung. Da hat der Bugatti wirklich was überlebt, stark gefahren an der Stelle. Und natürlich, wenn du 1000 Abonnenten im Rücken hast, dann hast du auch irgendwie eine Power, dass du da überleben willst. Von dem her an der Stelle auch nochmal wirklich Glückwunsch an René, ich glaube, ich von allen von uns, die hier mitgefahren sind, schaut da gerne, falls ihr tatsächlich jetzt bei uns zugeschaut habt, aus irgendeinem Grund und nicht bei ihm, schaut da gerne in die Beschreibung, lasst ihm da schöne Grüße, Glückwünsche mit. Falls ihr noch kein Abonnent seid, 2000 gehen immer schneller, sagt man auch über die zweite Million, hatten wir vor der Folge so ein paar Scherzchen. Von dem her ist, glaube ich, für heute alles gesagt. Außer ihr wollt noch irgendwas an René richten, liebe Racer-Kollegen. Und dann... Ja, auf die nächsten 1000. Auf die nächsten 1000. Ja, schön, dass es geklappt hat. Dann sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.